Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 48 von Oceanhorn, dem wahrscheinlich letzten Part von unserem Let's Play hier, aber das werden wir jetzt sehen. Und zwar werden wir uns im heutigen Part dem Endboss stellen, so nehme ich doch mal stark an, dass das so kommt. Wir sind eigentlich top ausgerüstet, haben Pfeil und Bogen dabei, alles wunderbar, alles wie gesagt auf höchstem Niveau, Weltklasse, Wahnsinn, machen wir. So, wir verkloppen hier noch irgendwelche Monster, warum weiß eigentlich kein Mensch, eigentlich so ziemlich jeden Erfolg haben wir. Ich habe jetzt in den Erfolgen noch nachgeschaut, es gibt also tatsächlich noch einen Erfolg, der damit zu tun hat, alle Fische zu sammeln, aber jo, das ist mal ein bisschen zu hart. Ich probiere mal an dieser Stelle Melodie zu spielen. Jo, bringt gar nichts. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Jo, der Fisch war mal doch ein bisschen zu hardcore gewesen. Jo, irgendwie habe ich den nicht geschafft. Da war halt nichts drin. Jetzt kriegen wir wieder einen Prozentpunkt, wo wir besser werden hier. Vom Gesamtspiel meine ich natürlich 98% haben wir durch. Und hier dürften es jetzt so 80% oder sowas sein. Ist das so? Ruinen von Arkadien 80%. Jo, dann gibt es noch ein Geheimnis und dann war es das. Ja, und dann sind es eigentlich nur noch ein, zwei Geheimnisse, die wir noch nicht gelöst haben. Da weiß ich noch nicht, ob ich die mal zeige oder ob wir das einfach jetzt so stehen lassen. Keine Ahnung. Werden wir dann mal sehen. Ah, da hinten muss ich gleich hoch. Okay. Ja, so weit, so gut. Dann machen wir das. Auf der Karte ist jetzt nichts Besonderes mehr eingezeichnet. La la la. Und da hinten ist ein toter Abenteurer. Und der sieht aus wie mein Daddy, oder? Das ist mein Vater, glaube ich. Was ist das da vorne? Kid, you came. So, und du bist gekommen. Ah, jo, klar. My plan did not work. Mein Plan ist nicht aufgegangen. All of a sudden it plötzlich changed. Änderte sich alles und ich konnte es nicht mehr kontrollieren. But I was able to cut it. Aber ich habe es von der Energiezufuhr getrennt. Cannot repair itself now. Es kann sich nicht mehr selbst reparieren. Hör zu, wenn Oceanhorn aufwacht, wird es versuchen, dich mit seinem Todesstrahl zu rösten. Make sure you are prepared. Sei darauf gefasst. Du bist mutig und hast die Stärke deiner Mutter. Ein Licht in deinem Inneren, das dich einen Schritt weiter gehen lässt. Etwas, das ich nie konnte. Wenn das hier vorbei ist, sollten wir zu ihrem Grab gehen und ihr von den Abenteuern erzählen. Nein, es bewegt sich wieder. Lauf, lass mich zurück und rette dich selbst. Das ist Oceanhorn, oder was? Ja, lebendige Festung Oceanhorn. Oh, da komm mal her. Ist ja mal süß. Ups, ja, das war's schon. Jetzt bin ich schon geröstet. Klasse. Ja, Herzstück wäre ganz gut, weil da gehe ich mal hier hinten dran. Und jetzt kann ich hier so rausballern. Geht das? Oh, das wird tatsächlich gehen. Allerdings brauche ich da volle Herzen dafür. Also machen wir den hier mal wieder. Kann er mich hier treffen überhaupt? Ja, kann er. Okay. Nein! Ach, wie dämlich. Mann, er schmeißt so Bomben oder was? Macht das wirklich Sinn, da offen zu ballern? Nee, ich glaube nicht. Ich habe so das Gefühl, dass nicht. Ich muss mal meine Stiefel auswählen. Ich probiere es noch einmal so. So, hier kann er mich nicht treffen. Da warte ich einfach, bis er aufgehört hat zu schießen. Oh, gut, er kann mich doch treffen. Egal. So, machen wir den hier. Irgendwie mache ich nur Bullshit. Scheiße. So, sprengen wir den mal. Das bringt auch gar nichts. Alter, was macht der da? Der zieht mir super viel Energie ab. Ah, okay. So, kann ich es machen. So. Ah, oh, das ist ja voll nervig. So, wie sieht es aus mit meinem Superloch da, dass ich da kann? Ah, mein Heilzauber noch, genau. Schwarzes Loch. Bam. Oh, oh, ich glaube, das war eine scheiß Idee. Ja, sieht so fast so aus. Oh, Mann, was mache ich denn da? Ich glaube, der Heilzauber ist hier nur sinnvoll. Also, Heilzauber auf uns selbst. So, bam, lauf, lauf. Oh, ist das so bitter. Ja, der bewegt sich gut. Definitiv. Oh, gut, ich muss die Sachen da an der Seite abwerfen. Ja, so ist das. So, das klappt alles. Das klappt noch. Hab Vertrauen in mich. Hab Vertrauen. Nein. Oh Gott, ist das so schlecht. So, und jetzt mit den Bomben vielleicht agieren. Bomben. Oh, das ist echt bitter, dass der mich da treffen kann. So, Bomben zücken und werfen. Boom, so sieht's aus.
Also eigentlich anfällig, würde ich sagen. Aha, und jetzt kann ich da vorne Gas geben. Oh, das ist immer cool. Oh, was mache ich da? Ja, die Bomben müssten eigentlich viel Schaden machen. Wobei es geht. So viel Schaden war das jetzt nicht. Muss ich direkt hinter der Mauer stehen? Ne, da kann er mich auch treffen. Ich muss hinter der Mauer stehen und mich bewegen. Dann habe ich eine Chance. Jo, aber geht, oder? Kann man machen. Oh, was ist dann? So, solange ich selbst da... So, war es wirklich mit den Bomben besser? Weiß ich nicht. Oh, ist schon ordentlich Schaden, was wir da rausknallen. So, heilen auf uns selbst. Ja, wir sind einfach richtig geil überpowered. Ist natürlich schon locker. Sag ich jetzt mal so. Also, okay, kann ich immer nur eine Stelle da runterballern. Einfach mal selbst weggesprengt. Okay, komm her, Oshi. Oshi, ich hab... Ah, was? Für dich? Nein. Blöden Bomben da. Och, jo, genau. Der kann alles. Komm, jetzt Treffer. Treff... Och, dann treff doch mal. Mann, ey. So, jetzt aber. So, ist es mit meinem Schwert vielleicht doch besser? Oh ja. Da machen wir richtig üblen Schaden. Jo, machen wir lieber mit dem Schwertchen. Bei der nächsten Aktion ist er down, oder? Wenn das dann wirklich schon der Oceanhorn-Typen war, dann ist mir das recht. Jo, jo, bleib ganz locker. Jetzt dreht er komplett am Rad. Oh, 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 oh. Wir haben richtig viel Schaden genommen. Was geht denn da ab? Ja, ohne unseren Zauber da wäre zappenduster, sag ich mal. So, So, selbst in die Luft gesprengt, wie immer. Das können wir. So, Oh, der macht schon ordentlich Alarm. So ist es nicht. So, geben wir mal Gas. Oceanhorn-Blätten. Bam. Hat's mal schön auf die Mütze gegeben, mein Freund. Ich habe zwar die ganze Theorie nicht verstanden, aber irgendwie haben wir es geschafft. Jawohl, was für eine Zeitlupe, oder? Passiert da noch was? Weil da hinten so abgesperrter Bereich war. Jo, wollte nämlich gerade sagen, der wird noch böse. Zweite Form. Glaube ich. Hä? Was ist jetzt los? Jetzt, mein Sohn, führe den letzten Hieb aus. Okay, mach ich. Oh, oder auch nicht. Hä? Lebendige Festung Oceanhorn, Phase 2, oder was? Oh, nee. Kriegen wir das nochmal hin? Ist Bomben wieder eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Oh, was ist denn da los? Ah, da hinten ist... Nee, auch nicht hinten anfällig. Oh Gott. Er ist gar nicht mehr anfällig. Ist ja mal nett. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich ahne Böses. Ich sehe da jetzt gar keinen Hinweis, wie wir da vorgehen könnten. Magie, okay. Apropos Magie. Nein, nicht. Wir heilen schön uns. So, bam. Bomben wirft er da immer runter. Ah, das Ding hier vielleicht. Die Dinger ankloppen. Ah, okay. Alles klar. Da wissen wir Bescheid. Und dann? Was muss ich dann machen? Oh, dann kommt da der Typ raus. Der Dämonenapostel, der mich dann gerade platt haut, oder was? Ist ja mal nett. Dann sprengen wir den mal weg. Ist das so geil. Bam. Das kann er gar nicht leiden. So, komm, gib mir Herzen oder irgendwas anderes. Oder Erfahrungspunkte wegen mir auch. So, machen wir hier. Habe ich mich gerade selbst getötet? Jo. Oh, ich darf noch mal mitmachen. Stimmt, ich habe ja noch das Extra-Leben. Jetzt muss ich hoffen und beten. Gott, war das dämlich. Ich habe mich gerade selbst schön umgebracht. Oh Mann, wie dämlich, ey. Das kann auch nur ich. So, also der Strom da ist so heftig. Der macht richtig Schaden, nennen wir es mal so. So, jetzt muss ich uns erstmal hierher locken. So, das Ding hier ankloppen. Ansonsten sind wir ja halbwegs fit, deswegen kann ich mich auch wieder heilen. So, und jetzt dürften wir eigentlich da rumballern dürfen. Kann ich ihm so Lebenspunkte abziehen? Ich glaube gar nichts, ne? Oh Gott.
Ja, Oceanhorn ist ein bisschen amok. Oh, was macht er da? Gehen die Strahlen nach überall eins hinweg? Oh, wobei, ich mache jetzt einfach das Ding hier an, dann müsste er ja getroffen werden. Getroffen werden? Hallo? Hallo? Der steht genau da drin, oder was? Ah, dann versuche ich hier mal mein Glück. Mach mal das Ding. Jo, genau, mach mal das Ding mal an. Ja, genau. Wenn er da jetzt reingeht, komm, jawohl. So, kann ich dem jetzt Schaden zufügen? Nur ein Dämonenapostel. Und der ist immer wieder halbwegs fit, oder was? Oh, dann haut er wieder ab. Klasse. Ich übernehme die Kontrolle. Klasse. Freut mich. Ganz verstanden habe ich es noch nicht. Aber da muss ich dann in der Phase dann versuchen, Oceanhorn zu beschäftigen. Oh, jo. Genau, Bomben. Oh, ich brenne und krieg Bomben ab und was weiß ich alles. So, wir müssen uns mal heilen. Hey, Gott sei Dank haben wir den Heilzauber gefunden, sonst wäre das hier nie im Leben gegangen. So. Dann komm mal her. Oh, der macht so massiven Schaden, das ist echt Wahnsinn. So, jetzt gehe ich mal dahin. Verkloppen wir Oceanhorn. Oder würde ich gern. Geht aber nicht. Oh, ist das so nervig, ey. Was, wenn ich den hier durchlocke? Hm, ich muss den auch nur so am Rande. Hm. Und dass ich eine halbwegs wegsprenge, auch nur. Ich verstehe es nicht. So richtig verstehen tue ich es nicht wirklich. So, das Licht wieder an. Klasse, freut mich für ihn. Jetzt also weiter mit dem Kollege. Oh Gott. Versteht ihr das? Ich verstehe es nicht. So, vielleicht mal irgendeinen anderen Zauber jetzt gleich wählen. Ich weiß ja auch nicht. Mal wieder heilen. Oh nein. Und weg. Oh. Was will der von mir? Ist Oceanhorn in der Zeit jetzt angreifbar? Darf ich durch den Strom durchlaufen? Weiß man das? Nö. Oh gut, ich lasse mich ein bisschen verprügeln. Ich muss dem jetzt Leben abziehen. Oh, nicht da durchlaufen. Irgendwem, irgendwas habe ich da gerade Schaden gemacht. Hm, komisch. Ich raff's nicht. Ich bin so doof für Oceanhorn. Wie kriege ich den? Ich bleib einfach mal dran. Nö, bringt gar nichts. Er übernimmt die Kontrolle angeblich. Hm, komisch. Vielleicht muss ich in der Zeit alle möglichen Stromkreisläufer anmachen, um ihn mehr zu schädigen. Das könnte auch sein. Jetzt, dass ich rundlaufen muss, um dann noch mehr Strom auszuüben. Noch mehr Energie. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was der von mir will. Oh, süß. Ah, nein. Versteht ihr das? Ich verstehe gar nichts. Ah, Moment. Ah, ne, das leuchtet nur, das Ding da. Hm, keine Ahnung. Jetzt kriegt er wieder Schaden ab. Also vielleicht der Zauber da, den ich da mal gelernt habe. Vielleicht damit. Aber glaube ich jetzt auch nicht. So, bam. Schaden. Juhu. Und da bleiben wir mal dran. Bleib dran. Nein, nochmal. Dass er eben nicht weg kann. Vielleicht deshalb. Nö, der kann das immer wieder. Verstehe ich nicht. Ah, auch wenn ich ihn aufhalte und einfach verprügele. Was soll das? Ja, irgendwann ist er automatisch drin. Ich kapiere nicht, wie ich den besiegen soll. So, ist für mich jetzt eigentlich so ein Rätsel. Nicht genügend Mana. Das wird ja immer schöner. Oh oh. Ich ahne Böses. Ich ahne sehr Böses. Ich glaube, das hier wird nichts. Ganz ehrlich. Ist echt zu bitter. So, gib mir Mana oder irgendwas ähnliches. Sehr schön. Komm, Bomben ist auch gut. Hm. Vielleicht mit Pfeil und Bogen gleich mal was machen? Ich weiß es nicht. Ja, irgendwann haut er dann halt immer ab. Das bringt mir halt jetzt wenig. Ah, vielleicht ein Strompfeil? Glaube ich zwar jetzt nicht, aber man weiß es ja nie. Hm,
Strom, ich graf's echt gar nicht. Naja, der schießt gar nicht in entsprechender Höhe. Oh Gott, ich kapier's nicht. Nein. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Kann ich? Ach so, Moment, doch. Ich hab ja die Flöte. It's no use. Echt jetzt? Ist das zwecklos? Sicher? Geil wär's ja schon, wenn ich nur kontrollieren könnte. Sonst fällt mir da nicht viel ein. There is nothing you can do. Na, ich merke, dass da wenig zu machen ist. Ich muss nur oft genug wirken. There is nothing you can do. It's no use. Kapier ich nicht. Ich raff's echt nicht. Jetzt laufe ich da sinnlos umher. Was für Möglichkeiten hätte ich noch? Feuer, Eis, ja, wegen mir. There is nothing you can do. Vielleicht muss ich ihn auch runterbollern und dann muss ich das machen. Vielleicht. Keine Ahnung. Probieren wir es mal wieder so. Bollern wir mal wieder weg. So, er will sich dann Oceanhorn wieder einkassieren, was er gerade macht. Oh, bitte. No! Ah, okay. Hat echt geklappt. No, it's not possible. Nobody else. Niemand anderes sollte es kontrollieren können. Das ist unmöglich. Ayo. No! So winkt er. Nochmal alles cool. Wunderschön. Da ist sie, die Musik. Now I begin to understand. Langsam verstehe ich es. Als Mesmero die heiligen Embleme verfluchte, wurde das Gleichgewicht der Welt gestört. Und das hatte einen gravierenden Effekt auf die lebendigen Festungen. Ohne die Führung der Embleme verloren sie den Sinn ihrer Existenz. Als deine Mutter das Emblem der Sonne auf diese Welt zurückbrachte, wachte ein Teil von Oceanhorn auf. Plötzlich hatte es eine Aufgabe. Desperately started to seek the right. Verzweifelt suchte es den richtigen Piloten. A descendant of the knight's blood. Ein Nachkommen der ritterlichen Blutlinie. Only the most noble. Nur die edelsten Ritter wurden als Piloten der lebendigen Festungen auserwählt. Those were our ancestors. Es waren unsere Vorfahren, die diese Kriegsmaschinen steuerten. All that Arcadians ever wanted. Alles, was die Arkadier je wollten, war, den Frieden zu sichern. Aber sometimes desperate, manchmal kann es Böses bewirken, wenn man verzweifelt Gutes tun will. It was forbidden to combine. In Arkadien war es verboten, Technologie, Magie und Blut zu vereinen. But Archimedes was willing. Aber Archimedes war gewillt, mit der Erschaffung der lebendigen Festungen diese Grenze zu überschreiten, als die Existenz Arkadiens bedroht war. Es war nicht der Erste, der in diesen dunklen Künsten Erfolg hatte. Er war nicht der Erste. Mesmeroth hatte sich auf gleiche Weise unsterblich gemacht. Er opferte seinen Körper, indem er dunkle Magie wirkte, die seine Seele an eine Maschine band. Nun, das liegt jetzt alles hinter uns. Die Sünden unserer Ahnen sind geläutert und die Macht der Embleme wurde wiederhergestellt. Dank deiner Bomben. Es wird Zeit für den Wiederaufbau der Welt.
Und das war's dann soweit. Ja, da hatten wir echt Glück im finalen Endkampf, dass wir dann wirklich 99 Bomben und Bögen und den ganzen Kram oder Pfeile dabei hatten. Das war wirklich wunderbar. Sonst wäre es richtig eng geworden. Ich glaube, wir haben 50 Bomben da verballert. Ja. Und einmal sind wir auch gestorben, weil wir uns mal schön selbst hingerichtet haben. Ja, hier rechts könnt ihr halt dann sehen, von wem das Spiel so entwickelt wurde und wer da seine Finger mit im Spiel hatte, sozusagen. Ja, ich muss wirklich sagen, wie viele Parts? 48 Parts waren es jetzt. Ja, die haben richtig Laune gemacht, überraschend viel Spaß gemacht und ich freue mich wirklich tierisch auf den Nachfolger. Ja, weil es wirklich richtig, richtig cool war. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Ja, was gibt's noch zu sagen? Jo, halt ein Zelda-Klon, klar. Oh, hier sieht man auch die deutschen Mitarbeiter. Ja, zumindest mal teilweise. Alexandra Köttig, ich glaube, die kenne ich. Ja, und ja, wie gesagt, hat richtig Laune gemacht, habe ich jetzt, glaube ich, schon dreimal gesagt. Ja, wie auch sehr überraschend das Ganze. Wie gesagt, haha, habe ich nur mit wie gesagt Bug drin. Ja, also für mich war das Spiel eine glatte, ja, noch eine glatte 1 war es nicht, eine 1 minus. Der Umfang könnte noch ein bisschen umfangreicher sein, dann wäre es cool. Wo fahre ich jetzt hin? Was macht der da? Achso, ne, der fährt einfach nur weiter. Ich lasse das jetzt einfach mal so laufen, weil es mich immer interessiert, ob dann noch irgendwas freigeschaltet wird oder irgendwas Besonderes noch kommt, passiert, wie auch immer. Vielen Dank, dass du Oceanhorn gespielt hast. Jo, kein Thema. Ich danke euch, dass ihr es so super geil gemacht habt. Ja, ich kann es jedem nur empfehlen, das Spiel selbst zu kaufen, selbst mal zu spielen, das macht richtig Laune. Ein, zwei Sachen sind hier noch zu erledigen, wie das mit den Rätseln oder auch die Fische da zu sammeln. Das kriege ich irgendwie nicht hin. Ja, das ist nicht so mein Ding. Stufe 16, Legende, 20 Stunden haben wir gespielt und das war das Ende. Jo. Meint das Spiel mal so? Gibt's ein New Game Plus oder so? Wäre auch mal krank. Glaube ich aber nicht. So, ne, das war's. Wo setzt das Spiel mich dann nochmal ab? In den Ruinen? Ah, ne, hier ist auch so ein Beendezeichen, glaube ich, oder? Der Stern da vorne dran. Ja, setzt mich einfach vorm Endboss wieder ab. Ist das vorm Endboss? Keine Ahnung, dürfte eigentlich vorm Endboss sein, oder? Ich weiß es nicht genau. Ich will jetzt eigentlich den Endboss nicht wieder spielen müssen. Ja, genau, jetzt bin ich da an der Stelle, wo das noch nicht aufgedeckt war. Vielleicht ist ja doch noch irgendwas hier. Da bin ich doch gar nicht reingelaufen, oder? Von hier kam ich doch nicht. Oder doch? Fragezeichen. Ah doch, genau, ich kam hier, dann war mein Vater hier. Angeschlagen hier im Ecken, hat er doch da gelegen. So, das sprengen wir jetzt mal weg. Bumm, hat's gemacht. So, dann war hier das abgeschlossen, wo ich noch sagte, oh, das ist jetzt abgeschlossen, da könnte ja ein Geheimnis sein. Nein, nee, das war nur, jo, sozusagen vor Oceanhorn. So, bla, jetzt gehe ich mal da raus, aber ich denke nicht, dass der Endboss wiederkommt. Das glaube ich jetzt in dem Fall nicht wirklich. So, und jetzt könnten wir halt hingehen, sich in der Welt noch frei bewegen und noch ein paar Sachen da freispielen. So nehme ich mal an, dass es so ist. Was kommt da jetzt noch? Oh, kommt doch der Endboss wieder. Okay. Scheiße. Nein, jo, nee, klar. Jo, ich weiß Bescheid, den haben wir gerade down gemacht, ist gar kein Problem. Wisst ihr was, ich mach den gerade wieder down. Ist mir jetzt völlig egal. Absolut schwachsinnig. Jo, ich weiß, es ist Quatsch. So, komm her. Eigentlich ist der Boss dann super leicht. So kann ich dann eigentlich zeigen, wie leicht der eigentlich dann ist. So, bam. So, jetzt kommt da der dunkle Moralapostel. So, den können wir da wegsprengen. Ganz easy. Und da muss ich eigentlich nichts machen, wie gleich noch so eine Flöte spielen. Das war's dann schon. Glaube ich. No! So, das war's schon. Ja. Und so ist das Ganze dann beendet. So, da gibt's da Abspann und das war's. Ja, so kann man es auch im Schnelldurchgang machen. Ja. 98% beendet, Weltklasse. Jo, ne, dann wissen wir Bescheid. Wie gesagt, Spiel war richtig super geil. Wie gesagt. Vielen Dank an die Entwickler, vielen Dank an die Publisher, vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Jo, gerne könnt ihr auch in andere Projekte bei mir reinschauen. Freut mich immer, was von euch zu lesen, darauf zu antworten. Jo, mit euch auf welche Art zu kommunizieren. Ihr könnt auch gerne bei Facebook und Twitter reinschauen. Jo, oder auch die anderen Dinge, die ich dort verlinkt habe, die ich auf meiner Infoseite da verlinkt habe.
guckt gerne mal ran, rein. Ja, vielen Dank für alles und wir sehen uns im nächsten Projekt. Habt einen schönen Tag, haut rein, ciao.